sind wir da? Ja, wir sind jetzt in Flüelen, oder? Und hoch, das ist ein Fischen, oder? Alin, was sind wir hier? Ja, da müssen wir uns fragen, was sind wir hier? Rüstert Fjord Mö. Ja. Okay, also heute gehen wir Drüschen fischen und wir sind jetzt auf dem Schiff und wir fahren nun zum Backel raus. Also hier vorne ist das Reuss-Delta, da kommt viel Geschiebe rein. Deshalb steht dort der Schwimmbacker, dort wird das Geschiebe ausgebackert und dann entstehen unten sehr tiefe Löcher und dort sitzen hoffentlich die Drüschen. Auf jeden Fall werden wir es bald versuchen, wenn wir ankommen, und dann schauen wir, ob es was gibt. Also heute haben wir noch Verstärkung bekommen. Alessio ist dazu gestoßen. Genau. Er ist Betreiber der Instagram-Seite ASF Fishing. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr da mal vorbeischauen. Genau. Ja, also ich verwende hier folgende Montage. Zuoberst habe ich einen 45 Gramm schweren Pilker, der gemäß Fischereihändler unten im tiefen Wasser leuchten soll. Dann einen Drilling mit einem Wurm draufgespießt. Dann ein ungefähr 20 cm langes Vorfach, eine grüne Perle und noch ein Einzelhaken mit einem Wurm. Ja, und das lassen wir jetzt mal auf die Tiefe. Nice! Erste Schweizer Küche für mich. Auch gefangen auf einem Wurmbündel mit einer Leuchtperle vordran mit 50 Gramm Blei. So einfach geht's. Sauber. Patrick, so, wir angeln jetzt seit kurzer Zeit und Alessio konnte bereits vorlegen mit seiner ersten Drüsche. Und ich denke, es läuft gut, so wie es ausschaut. Und wir hoffen nun, dass das Finesse Fishing Team nachlegen kann. So, nun mein erster Fisch im Drill. Ist noch schwer zu sagen, wie das anfühlt. So, kämpfen tut sie nicht. Ich denke, es ist so eine mittlere Drüsche. Erste Drüsche auf Pilker. So kann es weitergehen. Eine erste Drüsche bei Dominik. Der zieht uns hier richtig ab im Moment. Eine ganz spezielle Fischerei hier. Alles aus Stahl. Und ja, die Drüschen beißen auch sehr gut. Es ist ungefähr 60 bis 80 Meter tief. Ja, und ich gehe jetzt mal zu Talin. Alessio hat die nächste Drüsche. Genau. Hier auf ein Wurmbündel. Yes, klasse!
wieder ein schöner, eine schöne Trüsche auf Wohnbündel mit Leuchtperle. Perfekt. Ich angle hier mit einer ganz normalen Grundmontage. Zuerst ein 50 Gramm Birnenblei, dann eine 28er Fluorkarbon-Schnur, eine Leuchtperle, einen Schnurstopper und dann ein kleines Wurmbündel. Dazu ein 4er Haken mit dem Widerhaken angedrückt. Und das lasse ich dann ganz an den Grund herunter und bewege das manchmal ein bisschen, dass sich der Wurm am Grund auch schön bewegen kann und so die Trüschen anlockt. Die Bisse sind meistens sehr fein und man muss direkt anhauen. Nächste Trüsche bei Alessio. Genau, man fühlt sich ziemlich gut an. Man beachte die geniale Musik im Hintergrund. Lernen will kein Problem, dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stift und Block. Ich hab Stift. Ja, endlich hat's auch bei mir geklappt. Erste Trüsche. Hat auf den Pilcher gebissen. Also der Drilling unter dem Pilcher war selbstverständlich noch mit einem Wurm bestückt. Ja. An der Größe können wir noch arbeiten, aber Hauptsache entschneidert. Ja, es ist wirklich so, dass die Trüschen extrem vorsichtig beißen. Also man muss wirklich die Rutenspitze immer im Auge behalten und immer konzentriert sein, sonst verschleift man die ganzen Bisse. Und wenn sie beißen, also wir haben jetzt einige Male direkt angeschlagen und einige Male ein bisschen länger gewartet und wir haben jetzt nicht irgendwie etwas gefunden, was wirklich viel besser ist oder so. Aber auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele Fehlbisse. Also die optimale Methode haben wir wahrscheinlich noch nicht gefunden. Denn bei uns bleibt nur ungefähr jeder fünfte Fisch hängen oder so. Ja, man muss die Rute einfach, also zur Führung sage ich noch etwas kurz. Ich muss einfach noch warten, bis der Pilcher runter ist. Zur Führung, also wir lassen den Pilcher bis zum Grund absinken. Dann ziehen wir den Pilcher heben wir ganz wenig an, dass er vielleicht 1, 2 bis 5 cm über dem Grund schwebt und der Drilling, der direkt unter dem Pilcher ist, hängt dann ganz wenig über dem Grund und der Wurm am Vorfach, der liegt dann auf dem Grund. Und so halten wir das einfach und beobachten die Rutenspitze. Und ich persönlich tue es alle 5 Minuten ungefähr, lasse ich den Pilcher noch so dreimal auf dem Grund schlagen. Und vielleicht lockt das die Trüschen an, ich weiß es nicht. Aber schaden wird es wohl nicht.